Hallo und willkommen in unserem Kanal. Eine neue Müllermilch-Shake-Version ist aufgetaucht. Wir hatten in unserem Blog auf atundo.com auch schon mal euch mitgeteilt, dass es eine neue Fruchtbuttermilch geben wird mit Apfelstrudel, steirischem Apfelstrudel mit Andreas Gavalier. Also schaut mal auf unserem Blog www.atundo.com. Und hier ist jetzt die Müllermilch Shake White Choc und Mandelgeschmack. Kalt ist sie und da haben wir mal ein bisschen Nährwerte. Also da hat so eine Müllermilch bei 100 Gramm, da sind 400 Gramm glaube ich drin, 88 Kalorien. Hier haben wir mal die Nährwerte und 400 Milliliter, 423 Gramm sind in der Flasche drin. Ich schüttel sie jetzt mal. Und öffne sie. So schaut es aus innen. Und wir füllen sie mal in ein Glas. Sehr cremig, zart, sämig. Und probieren sie einfach mal. Weiße Schokolade kommt durch, Mandelgeschmack ein wenig. Ich würde sagen, kann man trinken, ist aber nicht der unbedingte Muss derzeit. Wer sowieso auf weiße Schokolade-Shake steht, für den ist es interessant. Ansonsten vielleicht noch eine der anderen Sorten probieren.